Hallo Review-Fans, ich bin's, Anna Frost von fashionbubble.com und ich bin für euch im Rahmen der Fashion Week und Review TV hier unterwegs. Wir sind hier im Heimathafen in Berlin-Neukölln und wir sind exklusiv dabei, wenn Thomas Rath heute Abend seine Show hat. Er zeigt exklusiv die neueste Kollektion für ein ausgewähltes Publikum. Und wir, also ihr und ich, wir gehen jetzt gleich mal Backstage. Wir sind beim Fitting dabei und lasst uns gar nicht großartig quatschen. Wir gehen jetzt direkt los. Hallo erstmal hier Backstage bei mir bei einer Modenschau, meine Güte. Große Aufregung hier, großes Gewuseln. Jetzt habe ich gerade mal die Germany Next Topmodel-Mädchen abgefrühstückt. Und was ihr jetzt hier alle seht, das sind die anderen Mädels. 20 Mädchen werden heute bei mir laufen und die müssen alle gefittet werden und die müssen alle vor allen Dingen Haare, Make-up noch. Also wir haben Stress bis nach Hollywood zu umgehen. Aber du wirkst doch wie die Ruhe selbst, ein bisschen tiefenentspannt, oder nicht? Absolut, das habe ich eigentlich immer. Ja, ich meine, das ist vielleicht aber auch schon so jahrelange Erfahrung. Ja? Dann hast du auch irgendwo so eine Souveränität. Was wichtig ist, ist immer nur, dass jeder so um mich herum funktionieren muss. Das ist wichtig. Ja, die Leute müssen eigentlich immer nur darauf achten, was kann ich tun, was kann ich helfen. Eben einfach Attention, das ist das Allerwichtigste. Beschreibst du mir kurz vorab, bevor wir die Show schon mal sehen, was deine Kollektion so ausmacht? Also meine Kollektion, Thomas Rath, ist ja nun wirklich eine Kollektion, die im sehr, sehr edlen Sektor ist. Der Mix ist eigentlich immer traditionell Old English, also immer dieser britische Einfluss. Mhm. Ja, und dann aber mit dem sehr schönen italienischen A, Lässigkeit und B, natürlich mit dem italienischen Tailoring verbunden. Also bei mir kaufst du Qualität, aber es ist auch tagestauglich. Ich habe es schon gesehen, aber einiges, wo ich so dachte, oh, das hätte ich gerne für mich auch. Genau das ist eigentlich der Effekt, den ich ganz oft höre. Und viele Kunden sagen, weißt du bist schon im couturigen Bereich, aber du bist verkäuflich. Du machst eine Frau nur schöner. Und das ist eigentlich das, was ich immer schon wollte und immer schon gemacht habe. Ich möchte eigentlich Frauen nur schöner machen, vor allen Dingen tragbar schöner machen. Thomas, dann tu mir doch einen Gefallen und zeig mir mal dein absolutes Lieblingsstück aus deiner eigenen Kollektion. Oh ja, da gehen wir da mal ganz schnell hin. Wo ihr euch auch umschaut, da sind wieder Pünktchen. Selbst auf deinen Socken. Auf meinen Socken sind Punkte. Überall sind Punkte. Nee, extra hübsch gemacht für dich. Ja, du siehst super, du könntest ja so mitlaufen. Ja.